bunte Glasgefäße aus einer längst vergangenen Zeit, in der Chemie noch Alchemie war. Das zeigt das Museum Henrichshütte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Die Besucher können hier auf eine Zeitreise gehen, zurück zu den Anfängen, als sich die Menschen erstmalig Gedanken darüber machten, wie unsere Welt aufgebaut ist. Also wir wollen auch den Besucher hier in der Ausstellung näher bringen, wie denn ein Chemiker gearbeitet hat früher, wie er heute arbeitet. Wir hoffen auch, dass beispielsweise unsere Führung gebucht wird, Ferrum, vom Erz zum Eisen, wo für die Besucher, das können Jugendliche, das können aber auch Erwachsenengruppen sein, in dieser Führung dann deutlich wird, wie aus dem Erz dann letztendlich das Eisen produziert wird. Was geschehen da für Prozesse? Was passiert genau in dem Hochofen? Denn der Hochofen ist nichts anderes als ein ganz, ganz großes Reagenzglas. Ich schütte jetzt etwas von diesem feinen Holzstaub hier vorne in diesen Blasenbalg rein. Mein Kollege zündet dann den Brenner. Wir brauchen einen etwas stärkeren Brenner, dann funktioniert das besser. Kleine und große Reagenzgläser kommen zum Einsatz, als bei der Eröffnung Dr. Klein und Professor Ehnen mit spannenden Experimenten auf die Ausstellung einstimmen. Wissen das hier, Deo-Spray, Sie können es nehmen, also als Deo, Sie können es aber auch, wenn Sie Ihre Spinnweben Keller haben. Die beiden Praktiker machen in ihrer Gefahrstoffshow auf Haushaltschemikalien aufmerksam. Damit beeindrucken sie auch den Bürgermeister. Ich fand das faszinierend, wie da gewerkelt wurde. Ich fand auch faszinierend, mit welcher Freude die beiden Wissenschaftler rumexperimentiert haben. Hat mich so ein bisschen manchmal, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, an die Muppet Show erinnert, aber liebevoll gemeint, selbstverständlich. Aber auch das gehört ja dazu. Man muss über solche Unterhaltungselemente, glaube ich, solche Themen auch an die Menschen bringen. Und dann bleibt auch was haften. Die Wanderausstellung des Karl-Bosch-Museums ist in Hattingen um Stücke aus dem Labor der Henrichshütte ergänzt. Hier wird deutlich, was sich veränderte, als die Chemie, so wie wir sie heute kennen, mit modernen Apparaten betrieben werden konnte. Originale Geräte, die inzwischen auch schon etwas unmodern wirken, passen perfekt zu einer Ausstellung in Hattingen und das ist auch gewünscht. Ich finde es auch immer schön, wenn wir unsere Wanderausstellung ausleihen und dann der jeweilige Partner dann das noch ergänzt mit thematischen Schwerpunkten, die zum jeweiligen Haus passen. Viele Hattinger nutzen die Gelegenheit und schlendern durch die Ausstellung. Sie können sich in aller Ruhe die Ausstellungsstücke aus den verschiedenen Epochen ansehen. Unter den Besuchern sind auch einige frühere Mitarbeiter der Henrichshütte. Sie sind gekommen, um das Labor zu sehen, in dem früher die Qualitätsprüfung gemacht wurde und in dem Sie selbst nie waren. Wichtig war eben bei uns, wenn man das vom Stahlwerk nimmt, dass die Probe, die genommen worden ist, auch schnell bestimmt worden ist, damit im Herstellungsprozess dann schnell eingegriffen werden kann, ne? Damit die richtige Analyse dann zum Schluss herauskommt. Ne? Aber wenn Sie jetzt so hier durchgehen, kann man hier noch was lernen? Ja, was lernen? Selbstverständlich ist es ja so, dass wir hier ganz andere Perspektive haben. Es ist die Perspektive aufs Labor gerichtet, auf die Geräte. Historisch gesehen auch. Ne? Das ist dann ein ganz anderes Thema. Ne? Geräte wie dieses Elektronenmikroskop revolutionieren die Qualitätsprüfung in der Industrie. Genauer, schneller und halbautomatisch, ganz anders als alle vorherigen Arbeitsabläufe. Die damals unbezahlbaren Geräte wären beinahe auf dem Schrott gelandet, hätte sie nicht jemand gerettet. Was sonst noch in den Räumen der Hütte eingelagert wurde, weiß niemand so ganz genau. Ich glaube, die Frage kann noch nicht mal ich Ihnen beantworten. Also wir haben da wirklich noch einige Schätze und das ist jetzt, diese beiden Exponate, die wir jetzt zeigen, sind auch zum ersten Mal so wirklich zu sehen hier. Wir versuchen uns da also langsam peu à peu ranzutasten, weil man muss sich vorstellen, dass wir unglaublich viel Platz haben und das ist aber nur ein Bruchteil vom früheren Werk gewesen. Da kann man sich vorstellen, dass es doch noch ein paar Schätze gibt, die noch gehoben werden müssen. Doch das passiert erst nach der Ausstellung Historischer Streifzug durch das chemische Labor. Noch bis zum 3. April 2016 können Besucher sie im Museum Henrichshütte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sehen.